Du möchtest dich selbstständig machen und stellst dir die Frage, welche Rechtsform die beste ist für deine Gründung in der heutigen Situation? Dann werde ich dir heute eine ganze Reihe von Kriterien an die Hand geben. Und wenn du dann durch bist, weißt du genau, was dann für dich die beste Rechtsform ist. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich habe fast alle Rechtsformen schon selbst gegründet. Nicht nur bei meinen Klienten, sondern auch bei meinen eigenen Unternehmen. Egal, ob es ein Einzelunternehmen war, eine GbR, eine UG, eine GmbH, eine Genossenschaft, ein Verein, all diese Rechtsformen habe ich selbst schon durchlebt und kann dir aus der Praxis für die Praxis auch deshalb sagen, worauf es ankommt. Ich werde dir in diesem Video nicht einfach alle Rechtsformen aufzählen, wie es vielleicht andere machen und die Unterschiede benennen, sondern ich gehe andersherum ran. Ich gebe dir die Kriterien, die wirtschaftlichen und die rechtlichen Kriterien an die Hand, die du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen. Und das erste wichtige Kriterium, das sind die Kosten. Denn du kannst ein Unternehmen gründen und das wird dich 1, 2, 3, 4, 5.000 Euro kosten oder vielleicht gar nichts. Und als Gründer, gerade wenn es vielleicht im Nebenerwerb ist oder als Homeoffice ist, macht es hier auch schon Sinn, Kosten zu sparen. Und das günstigste ist das Einzelunternehmen. Das Einzelunternehmen wird angemeldet, entweder beim Finanzamt mit der Beantragung als Freiberufler einer Steuernummer oder beim Gewerbeamt oder bei der Handwerkskammer. Und als Freiberufler zahlst du nichts. Als Gewerbetreibender zahlst du zwischen 20 bis 30 Euro und bei der Handwerkskammer kann es schon ein bisschen teurer sein. Auch wenn du im Team gründest, also mit mehreren Gesellschaftern, dann ist es immer noch günstiger, eine GbR zu gründen. Denn auch die kostet im günstigsten Fall nichts, beziehungsweise hier nur die Anmeldung beim Gewerbeamt. Hier sprechen wir also auch von 20 bis 30 Euro. Wenn du allerdings wechselst zu einer Kapitalgesellschaft, also einer UG oder einer GmbH, nun, das kann schon mal locker zwischen 1.000 bis 2.000 Euro kosten. Und damit meine ich jetzt nicht die Bildung des Stammkapitals, sondern die notariellen Kosten, die Eintragungskosten beim Handelsregister und natürlich dann später auch die Gewerbeanmeldung. Und solltest du noch größere oder andere Kapitalgesellschaften wie eine Aktiengesellschaft oder eine Genossenschaft gründen, dann kommen noch mehr Gelder auf dich zu. Und zwar nicht unbedingt nur für die Anmeldung, sondern vor allen Dingen auch hier für die Erstellung der Vertragsunterlagen, der Satzung, der Geschäftsordnung, also alles, was du brauchst, um diesen Rechtskörper in Gründung zu bringen und die entsprechenden Rechtsnormen zu erfüllen. Der zweite wichtige Aspekt ist die Haftung. Also brauchst du einen Schutz deines Privatvermögens, was du angesammelt hast, heute und auch in der Zukunft, vor dem betrieblichen Risiko. Denn dann sind die günstigen Rechtsformen wie Einzelunternehmen oder GbR nicht dazu geeignet, dein Privateinkommen abzugrenzen in der Haftung. Das bedeutet, wenn du mit dem Unternehmen insolvent gehst und pleite gehst und Verbindlichkeiten hast, dann haftest du privat damit. Und nur eine Kapitalgesellschaft ist dann in der Lage, dein Privatvermögen abzugrenzen. Das heißt, die Firma haftet dann für alle Verbindlichkeiten. Eine Ausnahme hierbei ist gegeben, wenn du Fördermittel oder Fremdkapital beantragst. Denn wenn du eine neue Firma gründest, auch wenn es eine UG oder GmbH ist, dann wirst du in der Regel als Geschäftsführer und als Gesellschafter eingeladen, eine Bürgschaft zu unterschreiben. Das heißt, für dieses Fremdkapital haftest du persönlich. Nicht mehr haftest du dann für andere Verbindlichkeiten aus Mietverträgen oder wenn du Mitarbeiter anstellst, Krankenkasse. Das wird in der Regel von der GmbH oder UG oder Aktiengesellschaft abgegrenzt. Bei dem dritten Aspekt geht es um das Image. Also wie möchtest du nach außen auftreten? Möchtest du eine Firmierung haben, das heißt eine Eintragung deiner Firma in ein Register, in dem Fall ins Handelsregister. Das geht in der Regel nur mit Kapitalgesellschaften oder wenn du dich zusätzlich als Einzelunternehmer, als eingetragener Kaufmann einträgst. Aber wenn du einen eigenen Firmennamen haben möchtest und du auch möchtest, dass dieser in der Zukunft erhalten bleibt, wenn du beispielsweise Firmenanteile oder die komplette Firma weiterverkaufst, dann ist es am besten durch die Gründung einer Kapitalgesellschaft. Denn hier taucht nur der Firmenname auf und nicht mehr der Inhaber des Unternehmens. Wenn du als Einzelunternehmer aber gründest, dann bist du immer verpflichtet, unter deinem Fantasienamen, wenn du einen hast, immer deinen bürgerlichen Namen auf die Geschäftspapiere zu notieren. Das hat natürlich den Nachteil, dass alle wissen, wem die Firma gehört. Und bei einer GmbH ist der Vorteil, dass nur der Geschäftsführer auftaucht und dann der Firmenname und die Gesellschafter tauchen nach außen nicht auf. Und das wird häufig auch in vielen Branchen von dir erwartet, dass du mit einer GmbH mindestens an den Markt herantrittst, zum Beispiel in der Kfz-Zulieferbranche. Wenn du da nicht mindestens eine GmbH bist, nun, dann wirst du gar nicht ernst genommen als Verhandlungsgesprächs- und Geschäftspartner.
Beim vierten Aspekt geht es um die Wertebildung. Das bedeutet, du möchtest irgendwann dein Unternehmen vollständig oder in Teilen verkaufen. Das ist natürlich beim Einzelunternehmen viel schwieriger. Auch bei der GbR ist es häufig so, dass wenn ein Gesellschafter aussteigt, häufig die GbR komplett aufgelöst wird, wenn das nicht anders geregelt ist. Bei der GmbH, UG oder Aktiengesellschaft sieht es ganz anders aus. Nach außen bleibt alles gleich. Nur die Anteilsinhaber, die Gesellschafter, die Aktionäre, die wechseln dann. Davon kriegt der Kunde, der Mitarbeiter nichts mit. Und das ist natürlich wesentlich leichter, dort Anteile zu verkaufen. Das Unternehmen hat dadurch einen höheren Wert und die Anteile können auch schneller verkauft werden, als wenn du ein Einzelunternehmen oder eine GbR nur hast. Beim fünften Aspekt geht es darum, dass deine Rechtsform auch die Antragsvoraussetzungen erfüllt, wenn du Förderprogramme beantragen möchtest. Gerade in dem innovativen Life- oder Tech-Science-Programm, auch in den regionalen Förderprogrammen, gibt es Ausführungen dazu, wer der Träger ist, der Antragsteller, was für eine Rechtsform das ist. In den meisten Innovationsförderprogrammen ist es so, dass eine Kapitalgesellschaft vorhanden sein muss, wo mindestens auch 10% der geschäftsführende Gesellschafter, also du, auch Inhaber sein muss, Gesellschafter sein muss. Wenn du damit einem Einzelunternehmen hinkommst, einer GbR, dann bist du bei vielen Förderprogrammen gar nicht antragsberechtigt. Es kann natürlich auch sein, dass das Förderprogramm von dir eine gemeinnützige Einrichtung verlangt, gerade wenn du europäische Förderprogramme für Projektfinanzierung haben willst, die der Allgemeinheit dienen. Dann brauchst du ein Unternehmen, was hiervor noch ein G hat, also eine gemeinnützige UG, eine gemeinnützige GmbH. Aber es kann auch sein, dass in der Förderrichtlinie drin steht, dass dein Unternehmen nicht älter sein darf als 6 Monate. Zum Beispiel das Projekt Profit Programm in Berlin, Projektfinanzierung, Frühphasenfinanzierung, verlangt von der Rechtsform, dass es nicht älter ist als 6 Monate. Also das kann auch relevant sein und nicht selten machen Gründer Folgendes, dass sie die GUG oder die UG Unternehmergesellschaft noch gar nicht gründen, sondern alles vorbereiten, bis alles fertig ist und erst wenn der Antrag gestellt wird, dann wird auch erst diese Rechtsform gegründet und bis dahin kann man bequem über ein Einzelunternehmen seine unternehmerischen Tätigkeiten entfalten. Beim 7. Punkt geht es nun darum, wie lange dauert überhaupt die Beantragung und Eintragung der Rechtsform, bis sie handlungsfähig ist. Und da ist die gute Nachricht natürlich beim Einzelunternehmen, bei der GbR. Das kannst du heute oder morgen machen, dann hast du deinen Gewerbeschein und bist handlungsfähig. Wenn du allerdings Freiberufler bist und du zum Finanzamt gehst, das kann schon ein bisschen länger dauern, weil das Finanzamt dann 2, 3 oder 4 Wochen brauchen kann, um dir dann per Schreiben die Steuernummer zuzuschicken und dann du offiziell auch handlungsfähig bist. Am längsten jedoch dauert das Bilden der Rechtsform bei Kapitalgesellschaften. Denn hier müssen eine ganze Reihe von Stationen abgelaufen werden, von dem Notar über die Bank, über die Einzahlung, Nachweis des Stammkapitals, das Handelsregister, schickt dir irgendwann eine Rechnung, dann den Auszug und dann gehst du zum Gewerbeamt. Also das kann sich bis 2 Monate strecken. Dafür haben wir aber in diesem Portal, in diesem Account ein ganz separates Video gemacht, wie du deine UG oder deine GmbH gründest. Aber rechne so 6 bis 8 Wochen an Zeit rein. Zusammengefasst gibt es alle möglichen Rechtsformen und ich habe natürlich längst nicht alle abgebildet. Die stille Gesellschaft, die Partnerschaftsgesellschaft ist genauso wenig drin wie vielleicht der Verein. Was du dir aber merken kannst, dass es für jeden Anlass, für jeden Zweck, wo Menschen zusammenkommen und ein Projekt, ein Vorhaben gründen wollen, auch eine entsprechende Rechtsform gibt. Ob es dann eine Stiftung ist oder die GmbH und Co. KG, muss man im Einzelfall genau rausfinden und dann die entsprechenden Faktoren, die du heute kennengelernt hast, insbesondere Zeit und Kosten und Haftung, das alles gegenüberstellen und dann auswählen, ob es überhaupt oder jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese oder jede Rechtsform zu wählen. Wichtig für dich ist einmal, du kannst jederzeit alles wechseln. Das kostet dann Transaktionskosten und dann brauchst du einen Rechtsanwalt und Steuerberater und der hilft dir dann bei der Umgliederung oder Ausgliederung. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine Firma nun zu gründen und auch die ersten Schritte zu gehen und die Anmelde-Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen und vielleicht auch Finanzierungs- und Fördermittel haben möchtest, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Berater bundesweit, die online und offline dich auch über Videokonferenzen beraten können. Wir sind auch zertifiziert, sodass unsere Beratung auch bis zu 100% bezuschusst werden kann. Gerne kannst du jetzt unser Video mit einem Daumen hoch bewerten, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen, aber beantrag auf jeden Fall unser kostenfreies Erstgespräch und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner ersten oder nächsten Gründung, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline.
Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.